Herzlich willkommen zur 7. Folge auf der Map Hof Bergmann. Wir haben das ja in der letzten Folge nicht mehr ganz geschafft hier mit den Kühen kaufen. Pascal ist auch wieder dabei. Ja, genau. Und wir haben in der letzten Folge auch das Güllefass gekauft. Und da ist jetzt so ein bisschen Geld übrig. Da würde ich sagen, investieren wir das gleich natürlich. Und holen noch ein paar mehr Kühe, damit das mit der Milchproduktion einfach mal ein bisschen schneller geht. Und ja. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Schwarz-Weißen. Ja. Übrigens, Tobi, wenn du den 700er das nächste Mal parkst, dann vielleicht rundum leuchtet ein Motor aus. Ne, ich habe gerade die beiden Trecker halt offscreen schon mal zum Händler geschickt, damit die schon mal da sind dann. Und da habe ich halt den, wollte ich eigentlich auch den 700er mitnehmen und habe ich den schon angeschaltet und deshalb ist er jetzt noch angelassen. Aha. Und dann hast du aber gesagt, du willst mit dem striegeln. Striegeln, ich bin international sprachlich unterwegs. Ich spreche Sächsisch und Deutsch und Sächsisch und ein bisschen Englisch. Und deshalb habe ich den gleich angelassen, weißt du? Ja. Wird ein bisschen freundlich sein. Nur mal ganz kurz, wir haben gar keinen Striegel. Wir haben Spritze. Könntest du vielleicht noch ein bisschen Pestizid mitbringen? Klar, das mache ich wieder in den Güllecontainer rein. Genau. Alter. Du bist auch in so einem Saatgut Big Bag mit so einem ich Deutsch nicht ganz gut können. Kann ich ja gleich was reintun hier. Nee, ich fahr zum Händler und hol da einfach. Mir wart ab. Okay. Doch, ist voll! Ja, toll. Glück gehabt. Ja, ich habe mir schon gefragt, weil beim Händler stand nämlich noch so eine Palette. Da dachte ich mir, ja, der hat doch bestimmt gut, dann haben vor wir der ersten Folge das schon reingeladen. Direkt voll gemacht. So wie bei den anderen Dingen. So, damit werden wir 30 Kühe. Irgendeine Maschine mal nicht füllen. Normal ist es eigentlich immer so, dass wir über irgendeine Maschine vergessen nicht füllen. Tja, die ist es wohl nicht. So, den parke ich jetzt einfach mal hier. Und wir springen mal hier rein. Na, hier stehen nur noch zwei Paletten. Mit Dingsbums. Das ist sehr gut. Na, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf Feld 5 und tu dort den Roggen von dem Unkraut befreien. Na, so viel ist da noch nicht gefahren. Gewachsen. Erster Wegpunkt. Na, das halbe Feld ist jetzt schon. Hallo, würdest du mich bitte loslassen? Danke. Was macht denn der da? Der fährt den Feldrandcontainer um. Schwein. Gut, die Paletten müssen wir sowieso immer mal mitnehmen, ne? Wisst ihr, was ganz witzig ist mit diesen Paletten? Ach Mist. Mit denen kann man nämlich super gut fliegen. Der 700er hat gar kein GPS. Ja. Komm, flieg. Doch, manchmal kann man mit denen fliegen. Mit den Paletten. Dann mache ich es halt eben mit Curseplay. Ach, schade. Ja! Manchmal funktioniert das ein bisschen. Das ist ein bisschen buggy. Dann kann man mit dem fliegen. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt wirklich da reinwerfen? Ah, nee, ich lasse es mal lieber. Am Ende krieg ich noch Schimpfe von Pascal. Für was? Hast du schon meine schwebende Palette gesehen? Nein. Steht am Händler. Zum Glück bin ich nicht gerade dort. So. Der ist schon mal da.
schon wieder alles dreckig hinterlassen hier. Der 7R. Komplett schmutzig. Echt mal. Ich tue das. Du hast gerannt, fast direkt mal einparken auf dem kleinen Hof. Ne, den tankst du erstmal voll. Mit die Gülle da. Kann ich auch machen. So, machen wir den mal ein bisschen sauber hier. Kann man sich ja echt nie angucken. So. Dann können wir direkt die zweite Düngestufe schon mit Gülle machen. Also zumindest teilweise. Ich weiß nicht, ob wir so viel Dünger haben, also. Deswegen wahrscheinlich nur teilweise. Ein halbes Feld oder so. Was aber nicht für das Ganze reichen wird. So. Da ist das kaputte Ding, was du kaputt gemacht hast, mal wieder heile. Was habe ich denn schon wieder kaputt gemacht, ey? Na, den 7R. Ach so. Die Frage ist, wo ist die Gülle-Entnahmestelle? Auf der Seite, wo auch das Mischfutter angemixt wird. Da ist auch dieses große Gülle-Lager. Ah, okay. Also nicht das ganz große, aber... Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. So. Dann haben wir den hier mal ordentlich frisch gemacht, aufgetankt und... 572 Liter haben wir. Das ist nicht viel. Das ist über die Ausbringmenge reduzieren, haben wir nicht so viel. Wenn man richtig viel, wenn Gülle einfach nur ein Abfallprodukt wird, dann kannst du davon richtig draufhauen, aber ansonsten nicht, ne. Noch ist es so weit. 7% vom Fassen gerade mal voll. So, jetzt auf das niedrigste, also auf 10 Kubik pro Hektar. Ich kann nicht rechnen, wie viel ist das? Also 10.000 Liter pro Hektar. Uiui. Wie groß ist das Feld? Einen halben Hektar vielleicht. Weiß nicht. Fahr ich eigentlich lang. Aber wir haben halt nur 572 Liter, das reicht maximal für ein halbes. Wahrscheinlich, aber muss man da schon sehr optimistisch sein, damit es für ein halbes reicht. Ja, mal gucken. So. Dann können wir das Garantfass auch mal hier abliefern. Wo stelle ich denn das denn hin? Warte, ich komme mit. Ich komme mit gerade. Dann können wir mal zusammenschauen. So, soll ich das vielleicht hier mit in das eine Silo schütten? Also schütten, ja. Hier reintun. Weil die anderen Plätze sind ja meines Wissens alle belegt, ne? Ja. Oder? Sind die eigentlich alle belegt? Ja. Sind die von der Dings hier belegt? Ja, die sind auch belegt. Ja. Na, dann tue ich den mit den alle. Übrigens hier, wo ich stehe, da steht unser gesamter Dünger. Den hatte ich ausgelagert, ja. Entschuldigung, ist Kalk, meine ich. Kalk. Hatte ich ausgelagert zum Düngen. Sind wir jetzt hier in Big Packs. Ja. Sag mal, links oder rechts? Ich mach ins eine, du machst das andere. Ach, dachte ich. Ah, so. Nee, ich meinte, dass du mich koordinierst. Von außen. So. Ich muss mich selber koordinieren. Ja, genau. Da geht's nicht mehr rein. Müssen wir nur daran denken, dass das da drin ist. Ja, ja. Wir haben hab ich gerade schon gesehen. Die Saatmaschine, die hat doch bestimmt ein Pascal als letztes dran, richtig? Bestimmt. Dann schau die dir mal genau an. Was fällt dir auf? Hat leichte Gebrauchsspuren. Mhm. Das mag Tobi nicht. Bei Tobi müssen alle Maschinen wie geleckt aussehen. Nee. Ich pflanze dir gleich was in den Mund rein, wenn du da was abdeckst. Hallo? Jetzt mal nicht eklig werden hier. Sagt der Richtige. Das war ein Sprichwort.
wie geleckt aussehen. Das ist ein Sprichwort, also wirklich. Das ist dann alles, was du irgendwie, was dir dann im Nachhinein falsch vorkommt, das sagst du ein Sprichwort, oder wie? Es ist wirklich ein Sprichwort. Ein Sprichwort, das ich nicht kenne, also es ist kein Sprichwort. Ups. So, dann machen wir es mal sauber. Man heute nicht mehr so viel Feldarbeit oder so. So Feldarbeiten jetzt bei mir allgemein nicht. Das mache ich ja immer, weil Tobi sich dafür zu fein ist. Ah ja. Bei mir gibt es halt die spannenden Sachen auf dem Hof. Okay. Ja. Traktor sauber machen ist jetzt nicht so spannend, aber ich schaue euch dieses Drecksding an und schaut gleich nochmal hin. Wenn ich es repariert habe, dann keine Macken mehr. Und Lackabplatzungen. Strahlt im frischen Rot. Silber. Schwarz. Überleg So. gerade, was ich tun könnte. Hast du schon Gülle reingemacht? Ja, ne? Ja. Ich gebe den Kühen mal ein bisschen Wasser. Das ist echt eine Langeweile Beschäftigung. Du kannst mal gucken allgemein, ob die eventuell noch einen. Jetzt finde ich den Trigger schon wieder nicht. So. Das sind deine Kosten, klar? Ja. Das war der Trecker. Zahle ich von meinem Hofkonto. So. Wie Was ich auch neu. überlege, wir könnten auch in den nächsten Folgen mal Kälber kaufen. Ne? Wir haben ja genug Geld, ne? Ja. Haben sie ja. Haben es ja. Weil. Ist nicht so, Können dass wir wir da jetzt ordentlich. nur noch 15.000 haben, ne? Ah. Da kriegen wir mal schön Fleisch raus und wenn wir das im Hofladen verticken, dann gibt's auch Money Rain. Ja, irgendwann müssten mal die Zeit irgendwie. Ich mache die ganze Zeit auf einmal, aber wir müssen auf da standen auf fünfmal laufen lassen, damit hier überhaupt was vorankommt. Jetzt ist die Buttertextur so eklig. Die ist immer so. War die nicht mal hübscher geworden oder so? Was hast du dir nur vorgestellt? Also. Also in der Butterfisch ist noch was drin? So, mal bitte an die Realistik-Leute nicht hingucken. So. Jetzt ist ja auch wieder ordentlich Saatgut drin. Tu mal die restliche Butter, die noch in der Maschine drin ist, überladen ins Fass. Da können wir das erste Butterfass zum Händler bringen. Und es ist voll, das Fass. Hast du noch ein zweites? Wir haben haufenweise Butterfässer. Achso, also stimmt, hier ist ja deine Butterfasspyramide, die in einer der letzten Folgen umgekippt ist. Ja. Alle Folgen von Hofberger findet ihr natürlich in der Playlist, oben unter dem i verlinkt. Und seit Anfang der Woche haben wir auch ein neues LS-Projekt, wo gestern die zweite Folge schon rauskam, nämlich auf der nordfriesischen Marsch. Es ist am Arsch der Welt. Ja, in Nordfriesland oben halt. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Müsste jetzt auch unter dem i verlinkt sein. Ja. Mit der zweite Fass ist auch so ein bisschen gefüllt. Ne, sogar zu über der Hälfte gefüllt. Zweite Fass. Ja, wenn Also auch da schon ein Stück 210 Butter. Liter oder so drin waren, dann ja. Naja. Wir 160 haben habe ich bei dem allein zweiten auf Fass dem hier auf reinbekommen. dem kleinen Hof haben wir drei Fahrsilos. So Wer viel Mais braucht können wir gar nicht Obst? anbauen. Gut, dann müssen wir auf Feld 4 und Feld 5 müssen wir einen Mais anbauen. Dann müssen wir uns einen Häcksler mieten und dann ja. Oh, das macht die Saatmaschine dafür. Oh ja, wir müssen auch noch mieten. Und die eine Ente Oh ist ganz Gott. frech. Du hast ja den Weizenhaufen hingelegt. Die eine Ente pickt gerade aus dem Weizenhaufen raus. Echt? Ja, die Cool. pickt da raus. So, Jetzt läuft sie schau dir weg. diese wunderschönen neuen Trecker an. Wie neu. Natürlich. Alle Warte, ich fast komme zu dir. vollgetankt. Repariert. Guck. Wo ist der Hier. hübsche neue Trecker? Alles frisch gewaschen und Da. repariert. Bin begeistert.
Wenn ihr die Übrigens, in letzte der Folge letzten nicht gesehen Folge habt, hatten da habe wir. ich ja auch mal vorgeschlagen, dass wir eventuell einen der Ja, genau. Johnnies hier verkaufen. Wollte ich auch Einfach gerade weil wir gerade sagen. ein bisschen Geld brauchen. Da könnt ihr ja auch unter dem E-Mail in die Abstimmung schauen und dort abstimmen, je nachdem, wofür ihr seid, ob wir die Da, jetzt verkaufen auf der sollen, letzten eventuell. Folge. Weil Ja, wir auf haben der ja letzten genug Folge ist Träger eine an sich. Abstimmung. Auf der letzten Folge ist die Abstimmung, wie gesagt. Was ist das hier? Kann die Fässer benutzen? Was hat denn der 770 da, den Bing? Der 770. Ach, das war der Spritzer. Ist der Kastenkurs geladen oder? Ich habe einen neuen gemacht. Okay. Bei Spritzkurs hat man noch gar keine. Welches Feld ist das? Fünf. Spritzen. Speichern. Ja, die Robben hat jetzt schon die erste Wachstumsstufe erreicht. Also die erste richtige. Feldrangkurse, Feld 5. So. Ich habe es auch ein bisschen sortiert jetzt hier. Also, ja. Ist auf dem anderen Feld schon Unkraut? Ich schau kurz nach. Nee, ist nur schon. Oh, was hat denn der hier gemacht? Oh, Leute. Nee, hier ist nur Wachstumsstufe. Ah, dann müssen wir das Ding hier nochmal ganz kurz ausklappen. Und gucken, dass wir hier den Mist, den der Typ hier gemacht hat. Da sollte nämlich Unkraut Moin. nicht 0% stehen, sondern sonst was anderes. Sitzt neben dir. Ja, moin. Bin kurz Oder während wo der war denn Fahrt das Unkraut hier? aufgesprungen. Ja. Hier muss nämlich irgendwo noch Unkraut sein und das will ich Na, hier nicht vorne in der fressen. Ecke ist noch ein bisschen Unkraut. Hm? Hier vorne in Habe die ich's Ecke ist noch ein erwischt? bisschen Unkraut. So schnell ausmachen, das hier ist Spritzmittel. Nee, nee, ich muss ja vorne noch was erwischen. Habe ich das? Ja. Ja. Fahr mal vorne, die in der Ecke ist noch ein bisschen Unkraut, ansonsten. Na okay, aber mach Was so. gibt's? Ja, hier vorne, ja. Falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. So, wir wollen natürlich maximalen Ernteertrag, damit wir maximal viel Roggenmehl haben. Ja, damit wir nie wieder Roggen anbauen müssen hier. Pascal ist faul, hat nichts zu tun. Ja. Keine Ahnung, wenn du jetzt was anderes zu tun hast, dann würde ich das einparken für dich. Ansonsten fahre ich einfach mit dir mit. Du kannst dir mal die Werkzeugkiste schnappen. Nee, das Und ist deine reparieren. Aufgabe. Ich habe was anderes zu tun. Wo ist er hin? Weg ist er. Hat sich der Aufgabe entzogen. Jetzt mal wieder typisch. Haben wir eigentlich einen Autoload-Anhänger, beziehungsweise allgemeinen Anhänger? Mit Flachbett oder so? Du fragst Sachen. Irgendwie war unsere Vorbereitung recht lausig, oder? Zu teilen? Ich stehe ja gerade in der Bäckerei. Ach so, du hast viel zu tun, ne? Kannst du Ah. leider nicht helfen, hier das zu reparieren. Nee, das hier leider gerade nicht. Na, haben wir jetzt einen Flachbettanhänger oder nicht? Weiß ich nicht. Also Anhänge mit einer flachen Fläche, wo wir was draufstellen können. Schau mal kurz Du nach. kannst die Hühner füttern. Ah nee, die war voll, ne? Ne, die Hühner Ich hast du weiß nicht, haben wir vorne gehabt. irgendwas zu tun? Die Ich brauchen weiß eventuell mal wieder gerade einen Ballen nicht. Stroh. Mischration, ja okay. Ist eigentlich alles voll. Ansonsten kannst du ja vorspulen einfach. Naja, dann beschleunige ich mal auf mal 30. Ne, wir haben keinen flachen Anhänger. Gut. Du kannst dich in meinen Kramer setzen und während ich hier das Ding einparke, eventuell noch ein paar Strohballen zu den Kühen bringen. Die neuen Ich haben ja noch machen. nichts abbekommen. Und ja. Ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder leider Tja. mit dieser Folge. Könnt ihr mal gerne gucken, was wir noch so für Projekte haben.
Ja. Und Wie gesagt, umschauen. Nordfriesisch zum Marsch haben wir ja schon angeteasert. Klar. Wenn Jetzt man hier Arbeit reinsteckt, oben ist immer müsste auch Belohnung drin. Emergency im Multiplayer verlinkt sein, falls ihr euch das geben wollt. Ja, damit hätten wir auch den Stroh hat sie kompletten gesagt. Kanal-Content durch. Komm, geh ab. Gut, dann senke ich das halt weg. Das Ding geht nie ab. Warten jetzt schon wieder. Das Ding geht nie ab. Danke. So. Hat doch funktioniert. Ich fahre jedes Mal falsch rum. So. Nee, der Kanister mit Dingsbums Zeug ging nicht ab. Deshalb. Ach so. Naja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.